Hallo ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal im LS22 auf der Map Frühling. 2K23 vom lieben Kalle. Vielen Dank dafür. Ja, ich hoffe euch geht's gut, ihr habt einen schönen Tag. Seid alle gesund und munter. Nicht so am Kränkeln wie ich. Das hält sich jetzt so schon so lange. Zig Wochen schon. Zwischendurch noch einen Test positiv gehabt. Für einen Abend, aber morgen war wieder alles negativ. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Aber es sagt doch keiner mehr, warten nicht im Land großartig, wa? Halten wir mal fest. Weiß nicht, also, dafür, dass sie jetzt von Anfang an nicht richtig gemacht haben, können sie jetzt gar nichts mehr machen. Und ich finde äußerst bedenklich. Habe ich ihn angelassen. No. Ja, man könnte ihn ein bisschen besser ausnutzen, ne? Das ist wohl wahr. Und dass der Nachbar sieht. Was danach passiert. Ach, das hier ist eine wunderschöne Karte. Womit ich nicht mehr gern. Ja. Ja, das Premium. Ist das Premium, wo war jetzt? Platinum war das erste, Premium die zweite, ne? Soweit ich weiß. Ist draußen, habe ich auch mal zu aufgenommen. Also eigentlich war nur so ein kleines Mal gucken Video. Ich will sie auch mal anspielen. Ich möchte gerne mal die Produktion und so weiter alles mal wirklich mal schön befüllen. Wird mal kein so ein Bilderspielstand werden. Sie werden uns zwar noch ein bisschen den Hof schön machen, vielleicht mal so wie das ist. Die Höfe sind ja sehr spartanisch, weil ich denke auch mal, weil man sich die auf jeden Fall, da kann man sich immer noch was draufsetzen. Karte an sich finde ich gut. Also für eine reguläre Map ist die gut. Eins, was ich so ein bisschen schade finde, ist, fehlt mir ein ganz klein wenig bisschen mehr von dem Flair. Oder ein bisschen mehr Leben drauf, sage ich jetzt mal so. Ein bisschen mehr. Was nicht so ist. Will er nicht mehr. Das fehlt mir leider da drin. Das ist leider so ein bisschen schade. Aber ansonsten Maschinen, alles, tippitoppi, wie gesagt, auch Feldformen. Und natürlich helferfreundlich, klar. Kann man wirklich nicht anders sagen. Aber, ich sag mal so. Ich hab heute Morgen beim Drauf, wo ich mal drauf war, hab ich so ein bisschen. Hätte ein bisschen mehr Verkehr sein können in manchen Ecken. Also ich habe mir auch andere Videos angeguckt. Die sagen natürlich auch gleich. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben. Ja, ist natürlich hier so eine. Da ist hier so eine Map, ist ganz was anderes, ja. Ist andere Deko. Das ist, was soll ich sagen? Das ist schon eine ganz andere Geschichte, ja. Braucht man nicht. Drum herum zu reden. Hier hat auch jemand dann viel Zeit, auch einige Zeit mit verbraucht und gebraucht. Ja.
Was ja auch absolut in Ordnung ist, finde ich. Aber ich könnte ja mal was reinschreiben. Eben war noch Diskussion, ja, zu teuer. Oder nicht? Meine ist, 19 Euro ist ein strammer Preis, ja, ist eine Map mit Fahrzeugen dabei. 3,9 Fruchtsorten. Ich persönlich finde das gut so. Gut, ich habe jetzt den Seasons Pass, wa? Und dann ist halt eben ein bisschen, sag ich mal, dann holt man sich halt ja auch sowieso mit, was mit drin ist, ja. Und ob ich es mir so gekauft hätte, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich ja. Weil es schon allein genial, dass jetzt hier auf allen Karten, ja, wir waren eben noch, habe ich noch einen Stream besucht. Da waren wir auf einer Karte, die ist auch noch gar nicht öffentlich, ja, die Krumbach. Auch da kannst du jetzt schon rote Beete-Karten alles sehen, machen und tun, ja. Also ist alles ready. Und das finde ich halt klasse, dass das so ist. Und mich haben so ein bisschen auch die Produktion angefixt, wo hier die Konservenfabrik, ja, die Suppenfabrik. Da bin ich jetzt echt mal gespannt drauf. Ich meine, wir müssen sagen, wir haben jetzt nicht großartig ja, sag schon hier, mit großartig damit mit befüllen oder so, du füllst die Frucht rein, da kommen die Büchsen raus oder Paletten raus. Bin ich mal gespannt, ob da noch mal irgendwann so, ob man noch Metall machen muss für die Dosen oder so, oder wäre auch mal so ein, auch eben so ein Thema, dass man in so einem Update oder so mit rauskommt. Weiß man ja nicht, aber könnte ich mir auch einfach vorstellen. Wäre schon schicki feini. Ja, ansonsten will ich vielleicht aber auch mal sehen, dass vielleicht hier noch die ich glaube die Dosenfabrik, die ist relativ klein. Vielleicht passt die hier noch auf eine Karte drauf. Oder hier auf die Karte noch mit drauf. Das kann natürlich sein. Das wäre natürlich auch genial. Wenn das Ding ist so, das wäre schön. Würde ich begrüßen. Sagen wir es mal so. Ansonsten bin ich auch mal wieder froh, dass wir hier mal hier weitermachen können. Müssen wir mal gucken, dass wir hier wirklich alles erwischen. Ja, wenn man hier so ein kleines Witzelchen ist, dann ist mir dann auch egal, aber hier so rum wäre es schon natürlich schon feiner, oder? Muss man mal zum Händler fahren. Das wäre eigentlich noch eine Idee, jetzt von den Produktionszweigen hier was drauf zu bringen. Auf jeden Fall wäre das mal eine schöne Sache, wenn ich nicht immer durch das ganze Dunkel fahren würde.
sieht ja schon gar nicht so schlecht aus. War ich auch schon lange bei einer Karte, nehmen, dass hier so wenig Kalk gebraucht wird. Was heißt so wenig? Jetzt sind immerhin 6000 Liter. Oder? Wie ergebe ich das Zeug im Real Life ist oder ob er da auch so weggeht wie warme Semmeln. Hat einer weiß, die können mir da doch mal gerne in die Kommentare reinschreiben, das würde mich echt mal interessieren. Natürlich bis zum Händler schön fahren. Das ist natürlich auch eine Aufnahme, aber gut. Ich habe halt noch kein schönes kleines handliches Silo. Ich meine, auch wenn wir ein Multi-Silo haben, der nicht unbedingt Kalk rein. So, also ich finde so Früchte, das ist schon in Ordnung. Bei Erdfrüchten, da bin ich auch schon wieder anderer Meinung, weil das sind auch wieder andere Einfüller, die gehören normalerweise in so eine extra Halle rein, die auch gekühlt wird. Na, druckert noch ein bisschen. Und ich weiß nicht, die Karte, die ist irgendwie so anwenderfreundlich. Die ruckelt nicht auch nach dem Update. Ich bin nicht einmal drüber geflogen heute oder sonst irgendwas, sondern ganz einfach. Ganz easy. Hier so. Ja, wie soll ich sagen? So ganz easy einfach losgelegt. Müssen wir auch erstmal machen. Weil normalerweise, also ich habe hier auf der Burgenland Kreis, da habe ich ja den Spiel mit LPG, den musste ich heute, der ging nichts mehr. Muss ich heute leider töten. Habe ich so schon gemacht, kann ich alles neu aufbauen. Was ja auch nicht schlecht ist oder was ja auch nichts macht. Aber war klar, es waren Updates jetzt draußen und alles und eigentlich wäre ein neuer Spielstand vonnöten gewesen. Ich habe frech weg einfach mal so, wie soll ich sagen, einfach mal so gemacht. Boah. Bei den anderen Spielständen ist es gut gegangen, muss ich mich auch dabei sagen. Ich brauche auf den anderen Spielständen bei Weitem nicht diese Maschinenmenge. Jetzt müssten wir eigentlich noch unserem Hof vorbei. Hier, eben noch gesagt, jetzt fängt es an zu ruckeln. Jetzt fängt es an zu ruckeln. Ganz komisch, oder? Obwohl, wieder die kann jetzt gerade gewesen sein, wenn das hier im Safe-Intervall ist. Wow. Da kann das hier mal herkommen. Moin. Spritz zum Drehen. Das muss man rund mitkriegen hier. Mal guck mal, 8 Paletten gekauft, boah, für 3000 und nochmal Euro. Na? Jetzt fängt es aber an hier so langsam. Merkt es sich jetzt hier die Updates oder was?
Gut, kann auch sein, jetzt natürlich hier wegen dem Karten, ne? Ah, die Grafikkarte ist ein bisschen schwach. Die ist ein bisschen schwach. Unbedingt den anderen Rechner wieder slot kriegen. Wie sind eure PCs so in der Regel? Richtig leistungsstark oder? Oder auch schon mal so wie bei mir? Limit, jetzt habe ich schon wieder hier das Handy angelassen. Unglaublich, oder? Vor allen Dingen, wer schickt mir denn jetzt noch Nachrichten? Weil nämlich vom Discord und von allem, da habe ich nämlich alles abgeschaltet. Das war auch so geil beim letzten Mal auch hier. Einer will mich eben anrufen. Oder mit mir Sprachvoice machen. Beim Discord. Hey Leute. Ich denke, warum ich das Gespräch bin? Das hat doch nicht Sinn. Ja, da hatte ich den kompletten Discord ausgeschaltet. Ton. Kommt der reden, wie er will? Ich habe nichts gehört, er hat mich aber gehört. So. Ihr Lieben. Bevor der jetzt hier noch weiter anfängt, hier rum zu rugeln und zu machen. Hätte ich gesagt. Hätte ich jetzt gesagt, machen wir hier einen Cut. Und irgendwas ist, ihr seht es, man merkt es, irgendwas ist los. Ich muss schon gerade mal gucken bei den... ein Update liegen. Ich habe heute schon mal 2 Stück. Da ging dann auch nichts mehr. Aber gut, ihr Lieben. In diesem Sinne wünsche euch alles, alles Gute, alles Liebe. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Vielen lieben Dank für eure Likes und eure Abos. Ist immer wieder echt geil. Ich bin ein bisschen gerührt und ein bisschen stolz drauf. Immer. Das ist echt klasse. Echt klasse. Vielen lieben Dank. Aber gut, lieben. Ich würde sagen, wir sehen uns. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.